Herzlich willkommen zur Unterrichtseinheit 31 des Programmierkurs Java. In dieser Unterrichtseinheit werden wir uns mit dem Thema Polymorphie auseinandersetzen. Die Polymorphie ist zusammen mit dem Konzept des dynamischen Bindens von Methoden, das werden wir in der Unterrichtseinheit 32 uns anschauen. Die beiden zusammen sind so ziemlich das wichtigste Konzept der objektorientierten Programmierung und objektorientierten Softwareentwicklung. Die Unterrichtseinheit ist wie folgt gegliedert, dass ich zunächst die Polymorphie definieren werde. Dann folgt ein Beispiel, was zeigt, wie man letztendlich Polymorphie einsetzen kann. Ich werde mich beschäftigen mit der Einschränkung des Protokolls einer Klasse in Bezug auf Polymorphie und zeigen, was notwendig ist, um entsprechend polymorph gehandhabte Objektvariablen wieder in andere Typen umwandeln zu können. Dann werden wir nochmal uns genauer die Klasse Object anschauen, die wir ja schon kennen, aber nun unter dem Aspekt der Polymorphie. Und dann folgt ein Beispiel, was den Vorteil oder die Vorteile der Polymorphie verdeutlicht. Die Unterrichtseinheit schließt mit einer kurzen Zusammenfassung. Polymorphie, Definition. Als Polymorphie bezeichnet man die Fähigkeit einer Objektvariablen vom Typ T1 auf Objekte von Klassen eines anderen Typs T2 verweisen zu können. Dabei gilt in Java, T2 muss Unterklasse von T1 sein. Wir werden sehen, dass dann das Protokoll von Objekten von T2 auf das Protokoll von T1 eingeschränkt ist. Hintergrund ist der, dass das Protokoll von T1 ja in Java eine echte Teilmenge vom Protokoll von T2 ist. In Java wird ja alles vererbt. Man kann die Vererbung nicht einschränken. Daher gilt, das Protokoll von T1 ist eine echte Teilmenge vom Protokoll von T2. Relevanz der Polymorphie ist die Kompilierzeit. Und ich greife hier schon vorweg, das dynamische Binden spielt sehr eng mit der Polymorphie zusammen und dort ist dann die Relevanz oder die relevante Zeit die Laufzeit. Schauen wir uns das mal an einem Beispiel an. Wir haben Klassen A, B und C. Und B sei eine direkte oder auch indirekte Unterklasse von A. Das zeigt jetzt dieses Diagramm. Also B, Klasse B, extends A wäre ein Beispiel. Dann kann ich schreiben A, Object 1 gleich new B. Object 1 ist eine Objektvariable vom Typ A, vom Typ der Klasse A. Jetzt kann ich hier schreiben new B, weil B eine Unterklasse von A ist. Das ist genau Polymorphie. Diese Objektvariable wird jetzt nicht, wie wir das bisher gehabt haben, ein Objekt vom Typ A, von der Klasse A zugeordnet, sondern ein Objekt von der Klasse B. B ist dabei eine Unterklasse von A. Ein weiteres Beispiel. Ich habe eine Methode, static, void f, und die bekommt als Parameter ein Objekt übergeben vom Typ A. Genauer gesagt, es ist eine Objektvariable vom Typ A. Was kann ich hier jetzt machen, wenn ich Polymorphie ausnutzen möchte? Ich kann hier mit BB, wie gewohnt, ein B-Objekt erzeugen und einer Objektvariable vom Typ B zuordnen. Dann kann ich, das ist jetzt die Polymorphie, F mit B aufrufen. Es wird F aufgerufen und jetzt erfolgt ja die Initialisierung dieses Parameters und tatsächlich erhält diese Objektvariable zugeordnet dieses Objekt vom Typ oder von der Klasse B. Also im Prinzip dasselbe wie hier oben. Nur jetzt in Form von Parametern.
Das ist Polymorphie. Was passiert, wenn ich in meinem Programm schreibe B, Object 2 gleich New A? Dann liefert mir der Compiler einen Fehler. Denn hier ist nun eine Objektvariable vom Typ B und der kann ich nicht ein A-Objekt zuordnen. Ich kann Object 2 B-Objekte zuordnen oder Objekte von Unterklassen von B. A ist aber eine Oberklasse von B, deswegen meckert der Compiler. Auch an dieser Stelle meckert der Compiler. Wenn ich hier schreibe A, Object 3 gleich New C, habe ich hier eine Objektvariable vom Typ A und hier wird erzeugt ein Objekt vom Typ C. A und C haben aber, das zeigt hier diese Beziehung, nichts miteinander zu tun. Also ist Polymorphie in Java auf die Art und Weise nicht möglich. Protokolleinschränkung. Was bedeutet das? Schauen wir uns dieses Beispiel an. Wir haben ja eine Klasse Person. Eine Person hat einen Namen. Wenn ich eine Person erzeuge, übergebe ich den Namen. Dann gibt es eine Methode print, die den Namen auf dem Bildschirm ausgibt. Jetzt habe ich eine Klasse Mitarbeiter, die erweitert die Klasse Person. Geerbt wird alles von Person, insbesondere hat ein Mitarbeiter einen Namen und es gibt eine Methode print. Zusätzlich definiert die Klasse Mitarbeiter ein String Büro und dem Konstruktor wird der Name übergeben, der wird weitergeleitet über das Superkonstrukt und das Büro wird initialisiert. Die Methode print wird geerbt und es wird hinzugefügt eine neue Methode changeBüro, wo ich das Büro des Mitarbeiters ändern kann. Jetzt haben wir ein kleines Testprogramm. Hier wird wie gewohnt ein Mitarbeiterobjekt erzeugt und zugeordnet einer Objektvariable vom Typ Mitarbeiter. Das ist wie gewohnt. Hier an dieser Stelle haben wir jetzt aber Polymorphie. Karl ist vom Typ Person. Hier wird ein Mitarbeiterobjekt erzeugt und da Mitarbeiter von Person abgeleitet ist, kann ich hier dieser Objektvariable vom Typ Person, dieses Objekt vom Typ Mitarbeiter zuordnen. Wenn ich jetzt hier aufrufe kai.changeBüro, ist das okay. Denn der Compiler guckt an dieser Stelle, was ist Kai für ein Typ? Mitarbeiter und gibt es in der Klasse Mitarbeiter die Methode changeBüro, die gibt es, also ist das okay. Wenn ich aber aufrufe karl.changeBüro, liefert mir der Compiler einen Fehler. Denn den Compiler interessiert nur der Typ dieser Objektvariablen. Dieser Typ ist Person und er guckt, gibt es in der Klasse Person die Methode changeBüro? Oder ist die geerbt worden von irgendeiner der Oberklassen? Nein, also meckert er. Obwohl er sich hinter Karl ein Mitarbeiterobjekt verbirgt, für das eigentlich diese Methode existiert. Das nennt man aber Protokolleinschränkung. Das Protokoll dieses Objektes ist eingeschränkt auf das Protokoll dieses Typs. Das heißt, hier ist wirklich so, zur Kompilierzeit interessiert den Compiler nur der Typ dieser Objektvariablen, was den Aufruf von Methoden angeht, beziehungsweise den Zugriff auf das Protokoll der Klasse. Was sich dahinter verbirgt, ist dem Compiler egal. Und zum Teil, wenn wir es ja beispielsweise mit Funktionen, mit Parametern zu tun haben, kann das der Compiler auch gar nicht rausfinden, von was für einem Typ das entsprechende dahinterstehende Objekt ist. Typumwandlung. Bei der imperativen Programmierung haben wir gesehen, wie es möglich ist, beispielsweise Float- oder Double-Werte in Int-Werte umzuwandeln, nämlich mit dem Typecast. Und solche eine Typumwandlung, Typecast, ist jetzt auch für
Objekte bzw. Objektvariablen, genauer gesagt, möglich. Typumwandlung ist möglich von Oberklasse auf Unterklasse. Allerdings unter Umständen unsicher, wie wir gleich am Beispiel sehen werden. Wir haben mal folgende Klassenhierarchie. Es gibt die Klassen A, B, C und D. B ist von A abgeleitet und C ist von A abgeleitet. Hier ist Klass A, Klass B extends A, Klass C extends A, Klass D. Was ich jetzt machen kann, ich kann machen AA gleich New B. A ist eine Objektvariable vom Typ A und dieser wird zugeordnet ein Objekt vom Typ B. Wenn ich jetzt hier schreibe B, B1 gleich A, meckert der Compiler. Denn B1 ist jetzt vom Typ B und A ist aber vom Typ A. Und in die Richtung der Oberklasse gilt ja nicht die Polymorphie. Was ich aber machen kann, ich kann einen Typecast durchführen von der Oberklasse auf die Unterklasse. Das heißt, A ist ja vom Typ A und ich kann jetzt einen Typecast durchführen auf B. Das heißt, was hier gemacht wird, ist, hier wird aus dem A quasi die Information oder wird dem A die Information zugeordnet, ja eigentlich bist du Typ B. Und damit ist entsprechend diese Zuweisung wieder möglich. Und in diesem Fall ist sie auch gar nicht gefährlich. Denn jetzt zeigt, dadurch, dass B2 A zugeordnet wurde, B2 auf dieses Objekt. Das heißt, B2 ist ja vom Typ B. Diese Objektvariable zeigt auf ein Objekt vom Typ B. Das ist also okay. Das heißt, über diesen Typecast, Klammer auf, Klammer zu, und da drin steht jetzt B. B muss dabei B ist ja eine Unterklasse von A, kann ich entsprechend diesen Typecast durchführen. An dieser Stelle zeigt sich aber diese Unsicherheit, die mit der Typumwandlung behaftet sein kann. Ich habe hier eine Objektvariable C vom Typ C. Was ich jetzt auch machen kann, ist, C ist ja von A abgeleitet. Ich kann jetzt A casten in den Typ C. Das heißt, aus dem Typ A ist ja vom Typ A. Und jetzt, was ich jetzt machen kann, ist A als Objektvariable zuordnen den Typ C. Das geht, weil C eine Unterklasse von A ist. Da meckert der Compiler nicht. Allerdings, wenn ich dann versuche, über diese Objektvariable irgendwas zu machen, beispielsweise eine Methode aufzurufen, der Klasse C, dann gibt es Probleme zur Laufzeit. Es gibt eine Exception. Denn jetzt zeigt ja im Prinzip C auf, indirekt, hier auf ein Objekt vom Typ B. C und B haben aber gar nichts miteinander gemeinsam, sodass es hier zu Problemen kommen wird. Man muss also beim Typecast vorsichtig sein. Die vierte Möglichkeit, die ich hier angeben werde, ist noch D, oder die ich hier angeben möchte, ist noch DD gleich D von A. Hier mache ich einen Typecast von A nach D oder versuche es zumindest. A oder D haben aber nichts miteinander gemeinsam. Also liefert hier der Compiler schon einen Fehler. Korrekt ist also die Typumwandlung hier von diesem A nach B, von diesem A nach C. Aber man muss schon genau wissen, was für ein Objekt sich hinter A verbirgt, damit es nicht zur Laufzeit zu Problemen kommen kann. Die Klasse Object haben wir ja schon kennengelernt. Jede Klasse in Java ist von der Klasse Object abgeleitet. Hier ist nochmal der wichtigste Teil des Protokolls dieser Klasse Object dargestellt. Dieses Protokoll wird ja vererbt an alle Klassen, die man überhaupt definieren kann. Da gibt es die Methode clone, die liefert ein Object. Die Semantik dieser Methode ist, es wird eine Wertekopie des Objektes erzeugt, für das diese Methode aufgerufen wird. Und diese entsprechende Wertekopie wird geliefert.
Und dann gibt es diese Methode equals. Die haben wir auch schon mal kennengelernt. Wichtig ist jetzt aber, hier steht object. Diese Methode ist von der Semantik her so zu verstehen, das Objekt, für das diese Methode aufgerufen wird, wird verglichen mit dem mir übergebenen Objekt. Und es wird überprüft, ob die Objekte wertgleich sind. Und dann gibt es noch die Methode toString. Die konvertiert auf bestimmte Art und Weise das Objekt, für das diese Methode aufgerufen wird, in eine String-Repräsentation. Was gilt für die Klasse Object? Fehlt bei der Klassendefinition das Extends, ist automatisch die Klasse Object direkte Oberklasse. Das haben wir schon gehört. Dann ist die entsprechende Klasse von der Klasse Object abgeleitet. Und für dieses Protokoll, für diese Methoden gilt, die angeführten Methoden, diese drei, sollten eigentlich immer von jeder neu definierten ADT-Klasse reimplementiert überschrieben werden. Das heißt, wenn man eine ADT-Klasse oder eine Klasse anderen zur Verfügung stellen will, dann sollte man diese Methoden überschreiben. Überschreiben bedeutete ja, diese Methoden werden exakt in der abgeleiteten Klasse übernommen und reimplementiert. Ganz wichtig ist das exakt. Da muss Object stehen und da muss Object stehen. Wenn hier ein anderer Typ steht, in einer abgeleiteten Klasse, ist das nicht mehr überschrieben, sondern überladen. Da schauen wir uns mal an dieser Klasse an, an dieser ADT-Klasse int, die ja quasi dieser Klasse Java lang integer oder die Klasse Java lang integer nachimplementiert, die also dafür sorgt, dass Integer-Werte als Integer-Objekte repräsentiert werden können. Diese Klasse ist von Object abgeleitet und hat ein Attribut Value. Es gibt hier den Konstruktor, der das Objekt erzeugt mit dem übergebenen Wert. Und es gibt diesen sogenannten Copy-Konstruktor, der das neu erzeugte Objekt initialisiert mit dem Wert des übergebenen Objektes. Und jetzt werden diese drei Methoden überschrieben. Public Object Clone. Ganz wichtig ist, dass hier Object steht. Weil beim Überschreiben muss die Signatur identisch sein. Was mache ich jetzt? Ja, hier nehme ich einfach den Copy-Konstruktor, rufe also auf new int von sys. Mit new int von sys erzeuge ich ja eine Kopie des Objektes, für das hier Clone aufgerufen ist, das sys, und liefere das. Ja, und hier wird Polymorphie ausgenutzt, denn hier wird ein Int-Objekt erzeugt, geliefert wird aber eine Referenz vom Typ Object, also ein Objektwert, ein Objektvariablenwert vom Typ Object. Aber das ist okay, denn Int ist ja von Object abgeleitet. Die zweite Methode, die Equals-Methode. Auch hier muss ich darauf achten, die Signatur muss vollständig übernommen werden. Ich weiß zwar, dass ich hier überprüfen will mit dem Equals das Int-Objekt, für das die aufgerufen wird, und ein weiteres Int-Objekt, aber ich muss hier Object hinschreiben. Wie kann ich jetzt entsprechend arbeiten? Bevor ich hiermit arbeiten kann, muss ich zunächst ein Cast von Object durchführen in ein Int. Das geht aber ja, weil Int von Object abgeleitet ist. Hiermit habe ich jetzt eine Referenz auf ein Int, Objekt, und dann kann ich mit .value den Wert abfragen und überprüfe dann sys.value gleich object.value. Ganz wichtig, ich muss aber diesen Typecast machen. Und diese Methode toString, auch hier die Signatur übernommen, ja, da rufe ich einfach in diesem Fall die Methode valueOf, das ist eine Klassenmethode der Klasse String auf und wandle entsprechend den internen Wert in einen String. Wenn ich jetzt hier ein Beispielprogramm habe, kann ich beispielsweise aufrufen int int object gleich new int von 4711. Wird hier ein int object aufgerufen. Und was jetzt wichtig ist, wenn ich folgendes mache, io.println Wert als String literal plus int object, dann passiert folgendes. An dieser Stelle wird automatisch, wir haben ja gelernt, beispielsweise, wenn ich hier ein String-Literal und hier ein Int-Wert habe, dann wird automatisch dieser Int-Wert gewandelt in ein String. Was passiert jetzt aber, wenn hier Objekt
Variablen stehen. Wenn ich einen String konkateniere mit einer Objektvariablen, dann wird an dieser Stelle automatisch vom Compiler die Methode toString ergänzt und hinterher zur Laufzeit ausgeführt. Das heißt, hier wird Wert gleich und dann diese Methode toString aufgerufen und entsprechend der Wert als String zurückgeliefert. So, am Beispiel Stack möchte ich nun mal den Vorteil der Polymorphie verdeutlichen. Das ist nämlich die Wiederverwendbarkeit von Klassen. Wir kennen ja die Klasse Stack, haben wir schon ein paar Mal kennengelernt. Bisher haben wir aber diese Klasse Stack immer so genutzt, dass man in dieser Klasse Stack Int-Werte speichern kann. Jetzt ändern wir das. Wir schreiben jetzt statt Int, Klammer auf Klammer, zu Store, hier Object hin. Dann können wir nämlich Polymorphie ausnutzen, weil jede Klasse in Java ja direkt oder indirekt von Object abgeleitet ist, kann hier in diesem Array oder können in diesem Array quasi Referenzen auf beliebige Objekte gespeichert werden, also Objekte beliebigen Typs. Wir gucken uns die Implementierung mal an, die ist nicht weiter dramatisch. Hier werden jetzt entsprechend, hier wird dem Stack mitgegeben die maximale Größe. Dann werden hier, wiederum nochmal zur Wiederholung, nicht Objekte erzeugt, sondern es wird ein Array erzeugt mit Size mal Objektvariablen vom Typ Object. Ich muss hier das Array anlegen. Es werden hier keine Objekte erzeugt, sondern es werden Objektvariablen quasi erzeugt. Platz für Objektvariablen. Dann gibt es die Methoden isFull und isEmpty. Und wenn ich jetzt mir die Methoden Push und Pop anschaue, dann übergebe ich hier jetzt nicht wie bisher immer einen Int-Wert, sondern eine Objektvariable vom Typ Object. Da wird hier diese Objektvariable gespeichert und beim Pop, da liefere ich entsprechend die oberste Objektvariable vom Typ Object halt wieder zurück. Das ist jetzt meine Klasse Stack. Und das Phänomen dieser Klasse ist, ich kann die jetzt prinzipiell zum Speichern beliebiger Werte nutzen. Und das zeige ich mal an drei Beispielen. Nehmen wir erstmal eine Klasse rückwärts. In diesem Beispiel werden Strings auf dem Stack oder in dem Stack gespeichert. Hier wird der Stack erzeugt. Die Klasse haben wir ja gerade gesehen. Und jetzt wird aufgerufen, while not haufen ist voll, solange also noch Platz da drin ist, wird der Benutzer aufgefordert, eine Eingabe zu machen. Und jetzt kann ich hier aufrufen, haufen.push Eingabe. String ist eine Klasse, die ist direkt oder indirekt von Object abgeleitet und damit nutze ich hier die Polymorphie aus. Hier wird jetzt Eingabe vom Typ String übergeben. Haufen.push hat aber als Parameter ein Object. Dann wird Polymorphie ausgenutzt und entsprechend dieser String quasi auf dem Stack gespeichert, auf dem Haufen gespeichert. Ja, und wenn der Haufen voll ist, wird aufgerufen, while not Haufen ist empty. Ja, wird jetzt Haufen.pop aufgerufen. Die liefert mir eine Referenz vom Typ Object. Ich weiß aber, dass da auf diesem Stack Strings liegen, weil ich die da hier eingefügt habe. Also mache ich hier einen Typecast. An dieser Stelle kann ich einen Typecast machen von Object nach String. Kann hier also entsprechend mir diesen String holen und gebe den dann über System.out.println aus. Das zweite Beispiel. Jetzt nutzen wir die Klasse Stack zum Speichern von Int-Werten. Nutzen dabei das Prinzip des Auto- und Unboxing, das wir auch schon kennengelernt haben. Hier wird wiederum der Stack erzeugt. Jetzt wird, solange der Haufen nicht voll ist, der Benutzer aufgefordert, einen Int-Wert einzugeben. Und dieser Int-Wert wird über Haufen.push auf den Haufen draufgelegt. Ganz wichtig, was passiert hier? Hier passiert das Autoboxing. Zunächst wird aus diesem Int-Wert ein Int-Objekt gemacht, von der Klasse Java Lang Integer.
und die entsprechende Referenz, weil Java Lang Integer ist von Object abgeleitet, die kann dann über die Polymorphie-Beziehung auf den Haufen draufgelegt werden. Ja, und weil NotHaufen ist empty, da rufe ich jetzt die Methode Haufen.pop auf, die liefert mir eine Objektvariable vom Typ Object zurück. Da muss ich jetzt casten in ein Integer, Java Lang Integer, und über das Unboxing kann ich diese Integer-Objektvariable dann diesem Int zuordnen. Da wurde, erinnern Sie sich, die Methode int-value von Java Lang Integer aufgerufen. Automatisch vom Compiler. Ja, dann kann ich hier entsprechend diese Zahl ausgeben. Und ein drittes Beispiel. Jetzt wollen wir mal diese Klasse Stack nutzen, um selbstdefinierte Objekte oder Objekte von selbstdefinierten Klassen abzuspeichern oder abspeichern zu können. Ich definiere mir hier eine Akte. Eine Klasse Akte. Eine Akte hat eine Nummer. Eine Akte wird initialisiert mit einer Nummer und es gibt die Methode print, wo ich diese Nummer ausgeben kann. Jetzt gibt es irgendwo eine Verwaltung. Ich befinde mich in einer Behörde und es wird quasi ein Aktenhaufen erzeugt. Die Akten, die reinkommen, werden aufeinandergelegt. So kann man sich das vorstellen. Dann habe ich hier wieder diese Klasse Stack. Und weil NotHaufen ist voll, mache ich jetzt Folgendes. Hier wird erzeugt, also hier wird der Benutzer zunächst aufgefordert, eine Zahl einzugeben. Dann wird dieser Konstruktor hier aufgerufen, UAkte, und es wird zurückgeliefert, ja, eine Referenz auf dieses Akte-Objekt. Akte ist aber von Object abgeleitet, auch wenn ich sie nicht hingeschrieben habe, das ist ja in Java automatisch. Damit kann ich Polymorphie ausnutzen. Ich kann jetzt Haufen.push aufrufen mit dieser Akte. Weil NotHaufen ist empty, da rufe ich wieder Haufen.pop auf. Die liefert mir zurück eine Objektvariable oder einen Objektvariablenwert vom Typ Object. Dann mache ich aber ein Cast auf Akte. Ich weiß ja, durch diese Operation sind auf jeden Fall Akten auf dem Haufen und dieser Typecast ist sicher. Kann ich dann Akte zuordnen und dann kann ich hierfür Akte.print aufrufen. Zusammenfassung. Was ist Polymorphie? Die Polymorphie ist die Fähigkeit einer Objektvariable vom Typ D1 auf Objekte von Klassen eines anderen Typs D2 verweisen zu können. Wobei in Java T2 Unterklasse von T1 sein muss. Und am Beispiel des Stacks haben wir schon den ersten Vorteil der Polymorphie gesehen, nämlich die flexible Wiederverwendbarkeit von Klassen. In dem Beispiel die Klasse Stack. In der nächsten Unterrichtseinheit werden wir dann sehen, wie die Polymorphie zusammenspielt mit dem Prinzip oder mit dem Konzept des dynamischen Bindens von Methoden.